Schön, dass Sie hier seid. Enthält zwei und gesellschaftlichen Abgabe für Kinderlose. Deutschland keine Zukunft, so der sächsische Bundestagsabgeordnete Wanderwitt. Keine Kinder habe, müsse daher zur Kasse gebeten werden. Es ist noch mehr passiert. Jetzt weitere Nachrichten im Kompaktüberblick. Ja, auch in Hamburg jährt sich in dieser Woche ein Ereignis, das sich wie kein anderes in das Gedächtnis der Stadt eingegraben hat. Die Sturmflut jährt sich zum 50. Mal. Mitten in der Nacht rollten damals die Wassermassen von der Nordsee auf die Hansestadt zu. Deiche wurden überspült, einige ganz zerstört. Über 300 Menschen kamen dabei ums Leben. Tausende verloren ihr Hab und Gut. Ja, das war damals. Doch wie sieht es jetzt aus? Würden die Deiche heute halten? In diesen Tagen draußen schlafen eigentlich undenkbar. Doch tausende Obdachlose in Deutschland machen es Nacht für Nacht. Einige finden Unterschlupf auf Dachböden oder in Kellern, andere nur in Parks. Ja, und Glück hat's, wer einen warmen Platz in einem Obdachlosenheim ergattert. Dem treuesten Freund, dem Hund, bleibt dieser Platz aber oft verwehrt. Aus Liebe zu ihrem Tier bleiben daher viele Obdachlose draußen in der Kälte. Im hessischen Alsfeld hat man das Problem erkannt, dass La Strada bietet Asyl für Mensch und Vierbein. Der heutige Valentinstag, für viele ist er wohl der romantischste Tag des Jahres und Klassiker wie Blumen und Schokolade gehören da zum Standard. Einige wollen aber auch mal richtig punkten und kochen ihre Liebsten gleich mal ein prächtiges Galadinner. Und ein Menü der etwas spezielleren Art, das hat jetzt ein Koch aus Bayern für Sie. Und so viel kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Vergessen Sie den Herd. Alles, was Sie brauchen, ist eine Schere und ein Geschirrspüler. Ja, und das war's schon von MDR Aktuell um 18 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit Brisant. Viel Spaß dabei. Ja, und uns gibt es um 19.30 Uhr wieder. Dann steht Andreas Brückner hier für Sie im Studio. Ihnen noch einen zauberhaften Abend. Tschüss.